Heute habe ich mir einfallen lassen, Wärmepumpe, Langzeittest. Also, wie ihr wisst, ist letztes Jahr meine Heizung defekt gegangen und im Zuge dessen ist die Wärmepumpe entstanden. Die wollen wir heute testen. Ja, die Lüfter haben wir schon mal getestet und haben die jetzt auch schon mittlerweile auf RGB-Lüfter umgerüstet, ja, also aufgerüstet. Also heute ist die App eingestellt auf 8 Uhr. Also die schaltet 8 Uhr automatisch das System ein. Das sind noch halt wenige Sekunden, ja. Die Temperatursteuerung erfolgt über zwei Messgeräte, Temperatursensoren. Eins steuert den Heizstab, das ist dann hier der graue. Und eins die Pumpe, die Umwälzpumpe, das ist dann halt dieser schwarze Stecker. So, den Moment haben wir natürlich im Vorführeffekt gerade verpasst, aber es hat eingeschalten, ja. Also das Ganze hat gerade meine Kamera den Akku aufgegeben, ja. Also folgendes, wir starten hier mit 19,3. Temperaturen sind halt oben 50 Grad, schaltet der Heizstab komplett aus und spart dann Strom. Eben sinkt also die Temperatur sinkt ja logischerweise dann wieder ab. Und bei 40 Grad schaltet das Gerät den Heizstab wieder ein. Und hier starten wir auch am Heizkörper mit 19 Grad, ja. Und hier habe ich die Temperaturen verändert nochmal. Die optimierten Werte, die haben wir im letzten Video ermittelt. Also im Zusammenspiel mit den zwei Heizkörpern hat das System 37 Grad erreicht. Dann haben wir das Ganze auf 35 begrenzt, um das zeitlich auch besser zu gestalten, also um mehr Energie zu sparen. 35 Grad ist an der Heizung wirklich ein sehr guter Wert, also damit wird der Raum auf jeden Fall schon gut warm. Und wir haben die Absenktemperatur aber dann auf 32,5 angehoben. Wir haben auch hier nochmal Werte auf der Wetterstation, wie jetzt im Raum ist. Also die Wetterstation steht direkt jetzt hier. Da sind die Werte entscheidend, die hier unten links stehen, 20,7 Grad, ja, und 65% Luftfeuchtigkeit. Und dort oben rechts steht 20,3 und 68% Luftfeuchtigkeit. Das ist nochmal ein Raumsensor. Das wird auch interessant sein, den zu beobachten, wie der sich dann letztendlich, sage ich mal, verändert. Wir können jetzt hier schon dann sehen, ja, jetzt geht schon auf 19,9 Grad die Temperatur rauf. Wie gesagt, wir starten jetzt noch den Timer. So, wir haben 28 Minuten und sind bei 31,7 Grad. Das ist natürlich ein wirklich rasantes Tempo, ja. Also so viel zur Wirkungsweise der Wärmepumpe. Dort oben seht ihr noch die Ansaugbrücke. Die ist oben auf den Heizkörper geschraubt und die ermöglicht das Pumpen von Wärme. Der Heizkörper hat unten einen Heizstab und die Wärme steigt immer nach oben. Jetzt können wir und wir können halt mit dieser Ansaugbrücke immer nur das warme Wasser pumpen. In so schneller Zeit. Natürlich haben wir jetzt Sommer und testen halt nur das System. Sollte im Winter dann vielleicht ein paar Minuten länger sein, aber auch nicht so viel länger. Ja, also. Aber das werden wir ja noch sehen. Ja, also. Und wir werden auch im Winter sehen, was es dann halt für Temperaturen dann erreicht. Wir haben in den Vorlauftests gezeigt, ja, dass wenn es nur in dem Umwälzbetrieb läuft, ja, 37 Grad erreicht und mehr hat es nicht geschafft, ja. Jetzt ist natürlich, würde man jetzt dann halt 10 Stunden lang warten, wird es vielleicht noch das ein oder andere Grad mehr erreichen. Nur läuft das Ganze dann halt bei voller Leistung. Also wir haben jetzt in dem Test nur den Heizstab. Wir haben jetzt in diesem Test dann nur noch den Heizstab gemessen, ja, also in dem Test dann 1200 Watt oder 1230 Watt jetzt durch die Umwälzpumpe und die Zusatzgeräte, ja. Da messen wir jetzt 10 Stunden lang das Ganze. Also wie gesagt, das Ganze hat eine Zeitschaltung und Verbrauchsmesser. Also hier ist der Verbrauchsmesser und hier ist dann die Zeitschaltung. Die kann man hier von 8 Uhr morgens AM, ja, bei uns dann halt 8 Uhr morgens oder abends 18 Uhr ist bei uns, ja, oder 6 Uhr PM, ja. Das ist dann in dem Fall hier automatisch. Wenn
wir eine Raumtemperatur schalten, ist es dann eigentlich vollkommen egal. Aber in der Zeit ist es dann halt vorgegeben und dann ist auch euer Maximalverbrauch in der Zeit dann festgelegt. Ja. Mehr, also wenn es ganz kalt wäre, könnte es maximal diese 10 Stunden laufen und könnte auch dann nur 10 Stunden lang 1,2 kW, also 1,2 Kilowattstunden pro Stunde verbrauchen. Das kommt dann halt also nicht über 12 Kilowattstunden maximal, ja. Wenn ihr aber eine Raumtemperatur festlegt von 20 Grad zum Beispiel, wird die mit Sicherheit viel schneller erreicht und das System schaltet dann mehrfach komplett ab. Eben, und in der Zeit spart ihr natürlich eine Menge, Menge, Menge Strom. Ja, also das wollen wir auch erreichen. Nur heute wollen wir wissen, was verbraucht das, wenn wir es einfach durchlaufen lassen. Das ist doch eigentlich eine sehr interessante Variante. Ja, also, so, wir haben jetzt 30 Minuten. Ich melde mich dann gleich, wenn das Gerät dann ausschaltet und dann der Heizstab läuft dann nur für den Heizkörper, also der würde dann nur für den Heizkörper laufen und demzufolge steigt die Temperatur natürlich viel höher, weil er ja nicht den Zusatzheizkörper mit beheizen muss und dann erreichen wir natürlich auch bei unserer Lufttemperatur viel höhere Temperaturen. Das heißt, da würde dann die Temperatur nach oben gehen. Da ist auch jedes Grad natürlich auch was wert. Ja. Dadurch wird das hier mit 400 Kubik jetzt derzeit laufen lassen. Und das dann, also wir haben ja gemessen, ja, bei 30 Grad, 32 Grad hat das erreicht, ja, ist das natürlich eine Menge Sachen. Ja. Also ihr müsst euch aber vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel also wenn wir 400 Kubik haben und 30 Grad, ja, also 400 mal 30, ja, dann seid ihr bei 12.000, ja. Also wenn ihr diese 400 Kubikmeter Luft, die die Lüfter durchlassen, mal diese 30 Grad rechnet, dann seid ihr bei 12.000. Also die Luft enthält dann insgesamt 12.000 Grad. 12.000 Grad entsprechen dann, also der Umrechnungskurs ist durch 1000, sind dann 12 kW. Aber die 12 kW sind halt auf diese 400 Kubik, ja. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ein riesen Raumvolumen von 400 Kubik. Das Ganze können wir dann auch nochmal testen mit Rauch etc. pp. Oder mit so Nebel, ja, könnte man machen. Und dann könnte man auch wirklich mal nachvollziehen, wo denn halt diese ganze Luft auch dann hinkommt. Ja. Also ich vermute, diese 400 Kubik werden wahrscheinlich wirklich im ganzen Haus verteilt werden. Dadurch wir noch zwei Umwälzpumpen haben, die sowieso das Haus komplett versorgen können. Also die tut die Luft von oben nach unten bei uns, ja, also so wälzen wir unsere Luft um, weil oben ist immer sonniger und weil das Haus halt verschattet ist, ja. Also die Unterseite ist immer verschattet, deswegen ist es immer kalt und die Oberseite ist doch auch primär viel in Sonne und da kann man schon oben die Wärme nach unten bringen, ja. Eben so, aber das haben wir alles schon in unseren Videos mal gezeigt und so weiter. Heute geht es wirklich nur um den Test, ja. Wir wollen jetzt nicht weiter ausschweifen. Es sind 35 Minuten vergangen und also wir haben fast einen Grad pro Minute, also fast, ja. Das kann natürlich bei jedem unterschiedlich sein, ja. Vielleicht, wenn ihr jetzt ein hochenergieeffizientes Haus habt, etc. pp., es kann sich mit Sicherheit alles da so plus minus ein paar Grad handeln, ja. Wenn es kälter ist, der Raum, wird es mit Sicherheit auch länger dauern. Deswegen nennen wir das Ganze auch Wärmepumpe. Also ich habe mehrfach, Leute haben mich mehrfach auf Sachen hingewiesen. Also ich soll nicht bestimmte Begriffe verwenden dafür. Also ich soll der Sache jetzt lieber dann den eigenen Namen geben, ja. Weil viele Namen gibt es schon, ja. Das soll ich nicht machen, ja. Also mein Anwalt hat mich auch gleich angerufen und hat gesagt, ja, sei nicht, recherchiere vielleicht lieber nochmal vorher und bevor du der Sache irgend so einen Namen gibst, ja, das kann ja vielleicht sein, dass es auch jemand anders schon so einen Namen verwendet hat, ja, und sich dann angesprochen fühlt, ja, das sollte hier so nicht sein, ja. Also wenn ist bei dem Heizkörper, wenn die Verkleidung dann angelehnt an so Transformer, ja, weil so die Formen und so weiter dann halt sich so ein bisschen dann halt so ergibt, ja, vielleicht, ja, so ähnlich halt, ja, also das kann man natürlich aber auch in jegwelchen Designs machen, ja, wenn jemand eher aus Star Wars steht oder so, kann er sich auch ein Star Wars Design machen oder je nachdem, ja.
wenn jemand auf Superhelden steht, dann kann er sich auch ein Superhelden-Design machen, ja. Das ist nur das erste, der erste Diffusor, ja, der jetzt erstmal nur das testet mit den Lüftern, ob das überhaupt funktioniert, ja, also ob das überhaupt interessant wird, ob das überhaupt möglich ist und so weiter. Eben, also theoretischerweise würde das logisch erscheinen, dass wenn man den Heizkörper komplett verkleidet, dass dahinter sich die Wärme staut und dass man die natürlich über die Lüfter besser in den Raum bringen kann, ja. Eben haben wir jetzt aber leider gerade nicht, ja. Ich hoffe, dass doch ein paar Leute uns unterstützen und welche, die das nachbauen wollen, uns vielleicht dann auch für den Nachbau, ja, dann 20 Euro da lassen. Ja, es wäre sehr lieb von euch auf jeden Fall oder sehr nett von euch. Eben, wie gesagt, alles kein Zwang. Ja. Wir können niemanden zu irgendwas zwingen oder so. Eben, aber spätestens, wenn sowas mal im Patentrecht und so weiter, also wie gesagt, ja, mit 20 Euro wäre ich komplett zufrieden. Ja. Wie gesagt, so eine Anlage könnte sich mal schnell in einem Jahr amortisieren. Also wenn ihr 1000 Kilowatt pro Jahr über die Anlage nutzt, ja, dann wären das 400 Euro Ersparnis. Ja. Das wird euch mit Sicherheit auch an Heizleistungen dann entgegenkommen. Ja. Und das wären natürlich in 10 Jahren schon 4000 Euro, ja. Oder in 20 Jahren 8000 Euro. Und ich sage mal, so eine Anlage läuft ja auch locker 20 Jahre. Also eben, wie gesagt, das Design kann man so futuristisch, sage ich mal, gestalten. Ja, die Leistung ist exorbitant. Aber bei diesen immensen Kubikmetern, dass das halt in der Luft jetzt nicht dann halt als warm erscheint, sondern eben das verteilt diese 20 Grad halt nur im ganzen Haus. Ja, aber das ist jetzt nicht ein Speicher, zum Beispiel wie die Heizung. Ja, die Heizung hat eine ganz andere Wärme. Die ist ja auch nur auf einem kleinen Raum. Deswegen empfindet man das viel wärmer. Ja? Aber wenn ihr hier 400 Kubik, ja, über den Heizkörper, ja, erstmal ist er noch nicht optimiert und auch nicht verkleidet und so weiter. Man könnte den zusätzlich noch mit Dämmmaterial machen, dass bloß nicht die Wärme dann irgendwo verloren geht und nur über die Lüfter abgeht. Ja? Dann könnte man vielleicht auch denkbar 40 Grad erreichen. Ja? Je nachdem, also wenn man zu viel Lüfter macht, mit Sicherheit nicht, aber wenn man halt, sag ich mal, nur drei Lüfter bauen würde, zum Beispiel, also kommt man irgendwo so dahin, ja, dann würde halt das wärmer werden, ja, also umso weniger Lüfter, wenn man nur einen macht, ja, dann ist der vielleicht überlastet, ja, also sag mal so, drei solltet ihr schon mindestens machen, ja, also mit 300 Kubik, ja, wir haben ja geschrieben, das Zehnfache, ich meine, das wäre bewiesen, ja, dass wir hier das Zehnfache auch umwälzen und dass wir die Luft bewegen, ja, also 20 Grad bewegen wir da vorwärts, ja, und das ist wie eine Wetterfront, ja, also definitiv, ja, man erzeugt eine warme Wetterfront, also warme Luft, ja, warme Luftmassen, die sich dann immer weiter fortschreiten, je nachdem, wie lange das läuft. Natürlich, die Raumtemperatur hier für den kleinen Raum, das wird wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem sein, ja, das so schnell zu erreichen, ja, also eben denke ich mal so, ja. So, jetzt konzentrieren wir uns, ja. Also hier sind 34 Grad, also melde ich mich dann kurz, ja, wenn die 35 Grad erreicht sind und das ausschaltet und dann halt der Heizkörper dann hier dann auf diese 50 Grad hochgeht, ja. Und wir hoffen, dass durch unsere Schaltung, dass nur 2,5 Grad der Heizkörper auskühlt, dass wir da natürlich eine viel höhere Leistung erreichen. So, nach 48 Minuten, ja, erreicht es knapp diese 35 Grad, hat so 1 kW jetzt verbraucht. Auf dem Messer seht ihr hier 23,4 Grad hier unten links und oben stehen dann 21,7 Grad. Also seht ihr auch, dass die Raumtemperatur wirklich gestiegen ist. Ja? Also kein irgendwas Zauberei oder sowas ist es nicht. Ja? Also innerhalb von, sage ich mal, 48 Minuten, ja, hat sich das signifikant verändert. Ich habe mir das jetzt die Anfangstemperaturen nicht gemerkt, ja, können wir dann nochmal nachschauen, dann im Video. So, hier haben wir 23,4, also 35 Grad hat es gerade erreicht, also die Umwälzpumpe ist jetzt ausgeschaltet und pumpt jetzt keine Wärme mehr aus dem, die Umwälzpumpe ist jetzt ausgeschaltet und pumpt jetzt keine Wärme mehr aus diesem Heizkörper, ja. Was bedeutet, dass der Heizstab nur noch diesen Heizkörper beheizt, und diese Temperatur steigt und die Lüftertemperaturen steigen damit auch noch. Ja? Also nochmal eine Win-Win-Strategie. Also in der Zwischenzeit
kühlt der Heizkörper wieder. Jetzt haben wir nur um 2,5 Grad runter und schalte dann wieder, also richtig, und schalte dann wieder die Pumpe ein. Ja? Wir haben das jetzt extra so kurz gemacht, den Intervall, damit dann der Heizkörper auch, weil der steigt innerhalb kürzester Zeit jetzt über diese 40 Grad, ja, der hätte dann die Chance, ja, innerhalb der Zeit schon die Temperatur auszugleichen. Und wenn er dann einmal pumpt, ja, das ist so das Ziel, ja, dass mit einem Pumpvorgang möglichst dann halt wieder die Temperatur erreicht wird vom Heizkörper und da natürlich dann schnellstmöglich, ja, die Zimmertemperatur erreicht wird. Wie sagt er, wie ihr sehen könnt, sage ich jetzt mal, wie ihr sehen könnt, sind die Temperaturen da signifikant gestiegen. Also ich glaube über 1 Grad auf jeden Fall an beiden, ja, oder über 2 Grad sogar fast, ja. Also das ist der Innensensor vom Raum, ja, den habe ich hier im Raum platziert. Also nicht direkt jetzt gleich neben dem Heizkörper, ja. Wie gesagt, wir haben 50 Minuten, ja. Also Verbrauch können wir auch, wie gesagt, Verbrauch können wir auch nochmal aktualisieren. Bleibt bei diesen 1 Kilowattstunden, ja. Wie gesagt, der Heizkörper hätte auch die Chance, jetzt auf 50 Grad zu steigen und auszuschalten. Ja. Je nachdem, wann dann die Temperatur hier absinkt auf diese 32,5. Eben so, dann melde ich mich dann gleich wieder. So, alle Systeme arbeiten einwandfrei. Ja. Wir haben 1 Stunde, haben auch 1,21 kW verbraucht, Kilowattstunden. Ja. 1,21 Kilowattstunden verbraucht. Eben, wir sind jetzt bei 32,5 angekommen. Das heißt, die Pumpe hat es gerade eingeschaltet. Seht ihr, die blaue Leuchte leuchtet. Ja. Der Heizkörper hat 44,3 Grad in der Zwischenzeit erreicht. Ja. Also ich vermute, wir werden hier einen Pumpengang sehen und die Pumpe wird sofort wieder ausschalten. Ja. Das ist eigentlich auch Ziel der ganzen Sache, damit der Heizkörper hier dann halt eben, damit sich der Heizkörper heißer aufheizt und mit den Lüftern mehr Leistung bringt. Ja. Das ist primär eigentlich das Ziel. Ja. Der zusätzliche Heizkörper bringt definitiv mehr Raumwärme, also richtige Raumwärme. Die richtige Raumwärme wird dann natürlich auch wieder durch die Lüfter dann angesaugt und dann wieder wie so eine Warmwetterfront, dann treibt das im Haus dann voran. Ja. Also ich denke mal, da werden wir richtig gute Ergebnisse erzielen. Später werden wir dann halt mal mit Nebel arbeiten und so weiter und so weiter. Ja. Unsere Anfangstemperaturen waren 20 Grad, ja. Also sind wir hier so 2 bis 3 Grad, haben wir jetzt nun innerhalb von 1 Stunde erreicht, ja, also höher. Ihr seht auch hier diese Temperatur, also die Pumpe pumpt jetzt und die Temperatur steigt, ja. Also das ist hier der Schalter für die Umwälzpumpe, die blau ist eingeschalten und der steigt jetzt, die pumpt jetzt also. Die Umwälzpumpe pumpt jetzt über die Ansaugbrücke dort oben, ja, hier runter, das warme Wasser, ja, also da unten kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber und ihr seht hier, dass es jetzt gleich wieder diese 35 Grad erreicht, ja. Das heißt, der Heizkörper wird richtig bei Laune gehalten, ja, wird richtig warm, ja. Das heißt hier, und hier ist gerade mal noch 39,2 Grad hat der Heizkörper noch übrig, ja. Das heißt, hier ist noch eine ganze Menge. Ja, schaltet jetzt schon ab, ja, also Wahnsinn, ja. Genau das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Der Heizkörper wird damit dann 50 Grad erreichen und wird dann auch irgendwann im Idle mal abschalten, ja. Das war eigentlich so das, was wir erreichen wollten, ja. Also damit erreicht er, mit der Einstellung erreicht er sehr, sehr schnell eure Zimmertemperatur und dementsprechend spart ihr dann auch an Energie, ja. Also für den Testaufbau muss ich euch das so zeigen, ja. Ihr könnt dann diesen Sensor könnt ihr weglassen, ja. Den nehmt ihr dann für die Raumtemperatur. Den Heizstab steckt ihr einfach in das System mit rein, also in die Steckdose, ja. Die Steckdose wird dann die kommt dann nach dem Sensor dann, ja, nach der Zimmertemperatur. Ja, den nehmt ihr dann für die Zimmertemperatur. Da, wenn ihr alle Videos angeschaut habt, wisst ihr auch, wie das mit der Zimmertemperatur geschalten wird, ja. Ihr könnt auch in der Community mal gucken und so, da stehen dann halt auch so Sachen oder unter Videos seht ihr dann halt auch diese Videos, alle Videos, die mit Wärmepumpe unter
500 € gekennzeichnet sind oder beschrieben sind, sind halt dazu, ja. Wenn ihr euch die alle anschaut, dann seht ihr Step by Step, wie was funktioniert. Wenn ihr nur den Heizkörper haben wollt und so weiter und so weiter. Also ihr könnt dann den Sensor weglassen, aber wie gesagt, um euch das zu demonstrieren, was da passiert, ja, lasse ich euch das mal an und ich möchte halt auch wissen, wenn es jetzt wirklich sehr, sehr kalt wäre und das System würde 10 Stunden lang laufen, was verbraucht es dann, ja? Also ich denke mal so schätzungsweise 12 kW wird man brauchen, ja? Also es kann sein, dass ich hier vielleicht ein Zwischenergebnis, also der Heizkörper hat sich jetzt tatsächlich dann auf 37,3 Grad erhitzt. Das war mein absoluter Wunsch, Traumergebnis, dass die höhere Temperatur aus dem Heizkörper gepumpt wird und dann Überschuss sogar Energie erzeugt, ja, weil das so schnell reinpumpt, eben, dass dann die 35 Grad gebreakt werden, eben, und das hat es auch tatsächlich mit 37,4 also übertroffen, ja, weil halt viel heißeres Wasser in den Heizkörper gekommen ist, ja, das war genau das Ziel, eben, das haben wir genau erreicht und dadurch ist der Heizkörper ja natürlich viel wärmer jetzt geworden, ja. Eben, so war das Ziel, genau. So, das haben wir schon mal geschafft. Also, wir haben auf jeden Fall diese. Demzufolge braucht es jetzt auch viel länger zum Auskühlen, ja, weil bei 32,5 schaltet es jetzt erst wieder aus, ja. Das heißt, das muss jetzt erst wieder 5 Grad runterkühlen, bevor das ausschaltet. Und der Heizkörper wird viel heißer, beziehungsweise schaltet dann bei 50 Grad aus und spart dann die komplette Energie. So, ich melde mich dann also in ein paar Stunden. Ich denke, Prinzip ist soweit gut erklärt, denke ich mal. Eben, ihr seht auch hier diese Raumtemperaturen 22 Grad und 23,6 Grad. Also das eben, ja, es ist vergangen 1 Stunde und 6 Minuten. Also ich denke, das sind Top-Ergebnisse, das lässt sich sehen, ja. Und das auch nur mit einem 1200 Watt Heizstab. Und wie gesagt, aus dem letzten Video, klar könnt ihr da 2,4 Kilowatt verbauen, halt, also zwei Heizstäbe mit 1200 Watt. Klar könnt ihr das machen, aber verteilt es lieber auf ein zweites System. Dann hättet ihr mehr davon. Also dann könnt ihr, wenn ihr jetzt am anderen Ende, also die größtmögliche Entfernung von den zwei Systemen, ja, würde ergeben, dass dazwischen halt ziemlich viel Wärme wahrscheinlich wäre, ja, mit den Lüftern etc. pp. Ja. Und dadurch der Heizkörper ist so eine Wärme, könnt ihr natürlich eben, die könnt ihr nicht irgendwie ersetzen mit den Lüftern etc. pp. Wenn ihr jetzt nur, die Luft durchs Haus also bringt, ja, diese Wärme von dem Heizkörper könnt ihr definitiv nicht ersetzen, ja, also, weil das eine ganz andere Luft ist, ja, also, die hat zwar 20 Grad, aber die ist eher kühl, ja, also, eben, das ist eher kühlere Luft, weil bei den Luftmassen müsste man ja, dann müsste man ja 50, 60 Grad warme Luft haben, ja, dann würde es vielleicht funktionieren, aber das werden wir wahrscheinlich nicht ganz hinbekommen, ja, aber wir arbeiten dran, ne, also, ich sag mal, 30 Grad ist schon gut. Ja. Also, wenn es 40 Grad wären, dann das wäre ich schon echt begeistert, denke ich mal. So, also ich melde mich dann später. Ja. Also, ich denke so, ich werde jetzt mal frühstücken noch, das zweite Frühstück und halt dann später. Ja. Also, ich denke, wir müssen nicht jede Stunde einzeln. Ja. Also, der Heizkörper steigt jetzt, die Lüfter werden heißer und der Heizkörper muss jetzt um 5 Grad abkühlen. Das dauert halt alles so seine Zeit jetzt. Eben muss man auch nicht jeden Pumpgang jetzt dann. Eben auf jeden Fall hat es zweimal gepumpt innerhalb von 1 Stunde und hat da tatsächlich. Eben ja, das war eigentlich so mein theoretischer Plan. Ja, hat funktioniert, ja, dass man auch über diese 35 Grad kommt, weil alles, was wärmer ist, also 40 Grad wäre natürlich auch wärmer. Wenn wir mal sehen heute im Laufe des Tages, ob wir über 40 Grad mal so einen Pumpvorgang hinbekommen, ja, dann filme ich euch das und dann bis später. Das heißt wirklich von 0, also von dem Ausgangstemperatur, je nachdem wie der Heizkörper hatte, 10 Grad oder 20 Grad, je nachdem was er an Ausgangstemperatur hat, bis dann auf diese 35 Grad, der nennt sich auch Vorlauftemperatur. Das ist auch insgesamt für das ganze System sehr schonend. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr hättet da kalte Leitungen und da würde dann heißes Wasser durchschießen, ja. Also das will man ja nicht unbedingt, ja. Also besser ist es schonend anzuwärmen, beziehungsweise auch zu hitzen, auch zu heizen. Ja. Das macht es halt wirklich mit der Steuerung hier. Eben, das steuert diese Umwälzpumpe. Ja. Und am Anfang läuft die halt gleich mit. Ja. Deswegen dauert es auch am Anfang ein bisschen länger, aber das ist halt schonend für das ganze System. Ja. Und wie man schon bei dem ersten Mal gesehen hat, ist dann auch diese
35 Grad, obwohl das ausschaltet, stößt das halt mal schnell oben drüber, ja, also weit über 35 Grad, ja. Ich denke hier in den zweiten Pumpvorgang, wir sehen hier jetzt 49 Grad hat die Heizung, ja, und es schaltet jetzt hier gleich auf diese 32,5 die Pumpe an. Also wir sehen auch hier die Raumtemperatur, seht ihr, 24 Grad, ja, gestiegen, und dort oben 22,4 ist dann der Raumsensor. Und hier müsste es jetzt unmittelbar gleich einschalten bei 32,5, ja. Temperatur ist jetzt auf 32,7, also wie das jetzt passiert ist, weiß ich auch nicht. Normalerweise kannst du ja nicht nach oben, wenn die Sonne scheint, ein bisschen zur Fenster rein. Also unerklärliche Dinge passieren. Also der Heizkörper, also das ist definitiv, die Pumpe ist aus. Ich habe jetzt zweimal geguckt, ob die Pumpe aus ist. Also die Temperatur sinkt nicht mehr. Also wir haben ja vorhin gesehen, von 32,6, ja, auf 32,7, jetzt ist es auf 33 gestiegen, unerklärlich, ja. Also der Heizkörper hat jetzt ausgeschalten, ja, der hat jetzt 50 Grad erreicht, eben als seine volle Leistung. Also das einzigste Erklärliche wäre, dass es durch das Rücklaufrohr die Wärme dann in den Heizkörper drückt, ja. Das wäre das einzigst Erklärliche, was es gibt, ja. Also dass es das heiße Wasser durch den Rücklauf oder auch durch den Vorlauf, je nachdem, in den Heizkörper leitet. Das wäre das wirklich einzigst Erdenkliche, was passieren kann. Aber selbst das müsste ja dann wieder absinken, weil der Heizkörper, der es jetzt kommt, der Heizstab ist jetzt komplett ausgeschalten. Also spätestens jetzt müsste es dann eigentlich dann ausschalten. Also spätestens jetzt müsste die Temperatur eigentlich dann sinken. Also anders ist ja unmöglich. Also da wäre ich jetzt nicht, sage ich mal, wir sind jetzt 1,32, ja. Also sollte so eine Kuriosität natürlich passieren, ja, dann ist das natürlich so eine Sache. Also ich kann nur vermuten, dass es die Wärme also irgendwie über die Rohre dann halt an den Heizkörper weitergeleitet wird, ohne dass die Pumpe sich einschaltet. Aber wenn jetzt die Temperatur nicht sinkt, dann wäre es eigentlich so ziemlich dann halt eben, das wäre jetzt unmöglich, ja, also. Wir haben jetzt nicht irgendwas erfunden, was von alleine funktioniert. Also Energie verbraucht das schon. Ja, also. So, also schauen wir mal. Also wir haben 1,83 verbraucht, ja, 1,83 Kilowattstunden in 1,33 Stunden. Und wir haben eine Raumtemperatur von 24,1 direkt an dem Gerät. Und 22,5 im Raum, ja, das ist dann hier oben. Eben die Luftfeuchtigkeit ist natürlich hier direkt am Heizkörper zurückgegangen. Dafür sieht man aber, dass hier noch im Raum sehr viel Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, also 65%, ja. Das ist primär zu viel, ja. Deswegen sind die Tests jetzt im Sommer eigentlich auch gar nicht so verkehrt, ja. Also wir sehen hier 33,1 und der Heizkörper will einfach nicht auskühlen. Ja. Ich meine, das ist ja nicht schlecht. Ja. Dafür braucht man jetzt auch 0,0 Energie. Ja. Das ist natürlich der Mega-Vorteil an der ganzen Geschichte. Ja. Also gerade eben verbrauchen wir 0 Verbrauch. Ja. Also das sieht man hier, ist Leistung, ist das zweite, ja, eben 0,0 Verbrauch. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie lange dauert das? Ja? Wenn das jetzt 10 Minuten dauert, wäre ja nicht schlecht, ja. Dann verbrauchst halt 10 Minuten auch keine Energie. Aber wir sehen, jetzt sinkt die Temperatur dann. Wäre schade, ja. Also gerade so bei 50 Grad, ja, wäre wirklich optimal, ja. Dann würde es nur kurz pumpen, würde die Temperatur über 40 Grad schießen lassen in dem Heizkörper, ja. Das wäre natürlich eigentlich besser, ja. Aber wie gesagt, das ist halt so eine, das ist halt, wie nennt man das halt, wenn was durcheinander läuft, ja, das läuft halt total ungeordnet, ja. Man kann das nicht so steuern jetzt, dass wenn die Temperatur erreicht ist, ja,
ohne dass der Heizstab, also wenn wir den Heizstab separat und würden das mit dem Heizkörper steuern, könnte man das logisch machen. Aber dann hätten wir wieder keine Vorlauftemperatur, was natürlich wieder nicht so gut wäre. Also lasse ich das lieber mit der Vorlauftemperatur, da knistert nichts in der Leitung und das ist dann alles schonend für und langlebig. Ja. Auch die Pumpe wird dann nicht mit einmal von eiskalt auf heiß. Ja. Das könnte natürlich auch schnell das beschädigen. So, jetzt wird es jetzt unmittelbar gleich auf 32,5 und dann schaltet das Gerät jetzt dann ein. Man sieht auch hier, dass hier so 45,5 die Temperatur gesunken ist. Jetzt ist gerade eingeschaltet. So, jetzt pumpt dann die Umwälzpumpe dann die Wärme aus dem Heizkörper. Dann werden wir sehen, ob wir über 40 Grad kommen. Ja, das würde mich natürlich interessieren. Ja. Dann werde ich mit Sicherheit dann eine längere Pause machen dazwischen und werde euch dann mal die Verbräuche in auch 3, 4 Stunden mal zeigen oder so. Mich würde das halt wirklich nur interessieren, wie viel Grad jetzt bei dieser hohen Einlauftemperatur, ja, bei diesen hohen Temperaturen, wie hoch dann halt der Heizkörper steigt. So, habe ich irgendwas vergessen noch? Also die Raumtemperaturen sind auf jeden Fall jenseits. Und wie gesagt, die Lüfter bringen auch. Also die RGB-Lüfter bringen ein bisschen mehr Druck, ja, also die funktionieren auf jeden Fall besser, also die bringen mehr Luft als diese normalen Lüfter, ja. Primär wäre schon wichtig, auch ein Lüfter, der auch Leistung hat, der wirklich auch die Wärme aus dem Raum befördern kann, ja, und zur Not halt dann halt das funktioniert, ja, also. So, jetzt pumpt er. Ist bei 33,34, 33,5, 33,6 jetzt. So, also schauen wir mal. Was denkt ihr, wie weit wird es steigen? Über 40 Grad, unter 40 Grad? Schnell die Wetten abschließen. Also im Heizkörper sind nur noch, hier sind jetzt nur noch 39,6, also 39,4. Geht auf 39 Grad, ja, also kann man schon davon ausgehen, dass er eben, ja, so, jetzt hat es die 35 Grad, die Pumpe hat jetzt ausgeschaltet, aber das heiße Wasser ist ja trotzdem drin. Jetzt ist halt die Frage, ja, schafft es über 40 Grad oder eben, ich fasse mal an, oh ja, doch, das ist richtig schön heiß, also eben, also ich schätze mal auf jeden Fall, das Ergebnis von vorher wird es auf jeden Fall übertrumpfen. Also über 37 Grad auf jeden Fall. Nur halt eben schafft es vielleicht die 40 Grad jetzt. Man darf auch nicht vergessen, der Sensor ist hier unten. Ja? Deswegen habe ich jetzt den Lüfter wieder weggerückt, weil der direkt neben dem Sensor ist und beeinflusst das Ergebnis zu sehr, weil der kühlt ja auch die Heizstäbe runter. Also der Sensor liegt ja auch hier unten. Ja. Das heißt, hier unten ist es sowieso kühler als dann hier ganz oben an der Ansaugbrücke. Ja. Also dort oben wären nochmal jenseits der Temperaturen auf jeden Fall so 5 Grad. Ja. Könnten da oben schon mehr sein. Ja. Also das heißt, eben, wir messen ja die Temperatur dort unten. Ja, haben jetzt 37,4. Ja, also auf jeden Fall 37,5 ist schon auf jeden Fall, denke ich, ein Rekordwert. Ja. Eben rekordverdächtig. Geht auf die 38 auf jeden Fall zu. Ja. Ich denke, wir werden vielleicht die 40 Grad sehen, ja. Also immer fleißig gucken, falls ich mal wirklich einen Livestream mache, ja, dann liegt man mit seiner Meinung dann nicht nur richtig, sondern dann weiß man das. Also, ich bin total begeistert. Wir haben 38 Grad geschafft. Ja. Ich war ein bisschen niedergeschlagen, ja, dass man nur mit 35 Grad, da dachte ich, ja, nur 35 Grad, das ist halt auch, ist kein schlechtes Ergebnis und würde zur Not auch reichen. Aber wir wollen ja, also eben, so ein Heizkörper muss mindestens auch mal 40 Grad, wäre schon nicht schlecht. Ja. Also, gerade bei der Luftfeuchtigkeit wäre das nicht schlecht, wenn er über
wenn wir mal über 40 Grad kommt. Ja, wir haben 38,2 haben wir jetzt geschafft. Wir nähern uns auf jeden Fall dem besten Ergebnis. Ja. Also wir sind bei 38 Grad. Ich bin zufrieden. Ja. Sollten wir den Heizkörper verkleiden, wird man wahrscheinlich auch noch bessere Temperaturen. Also das steigt jetzt wieder an. So, die nächste Runde, ja, 1 Stunde 53 ist erst vergangen. Eigentlich wollte ich mich erst später wieder einschalten, aber ich bin gerade am Video schneiden und dachte, ja, hier, zack, der Moment, ja, schaltet die Pumpe ein, ja. Und der Heizkörper hat auch gerade wunderbare 45 Grad, ja. Die kann er jetzt einwandfrei, ja. Die pumpt er jetzt schön in den zusätzlichen, also die pumpt er jetzt schön in den Heizkörper, ja. Und dann wird es natürlich unglaublich warm in dem Raum, ja. Also wir haben ja auch 22,6 Grad, haben wir ja schon, ja. Also die Raumtemperatur hätte ja schon längst ausgeschalten, ja. Also wie gesagt, wir wollen nur hier den Langzeittest testen, ja. Hier haben wir 24,1, das ist auch wirklich schön warm, ja. Wie gesagt, ja, also die Lufttemperatur ist natürlich was anderes, ja. Also eben, aber wir haben ja gemessen, also bis zu 30 Grad, ja, warme Luft, ja. Aber die Heizungswärme ist halt einfach nur ganz anders. Ja. Also bei nur den Lüftern müsstet ihr auf jeden Fall euch was anziehen. Das mag vielleicht, gibt es ja immer beim Wetterbericht, ja, dass man sagt, es ist 20 Grad, aber gefühlt nur 18, ja, zum Beispiel. Ja. Und bei der Heizung wäre es so, wenn da 20 Grad sind, dann fühlt man sich, das fühlt sich auch wirklich an wie 20 Grad. Ja. Die Temperatur, die hier rauskommt, sind auch 20 Grad, aber das fühlt sich halt wesentlich kälter an. Und das würde auch die Oberfläche von eurem Körper, ja, das umgibt ja so eine Wärme, ja, also wir strahlen ja Wärme ab. Und wenn die Luft, ja, die würde die Wärme, die ihr aufsteigt, würde von euch weg. Ja, also das darf man dabei nicht vergessen, ja, also Vorteile und Nachteile, ja, also eben deswegen lieber dann die Heizleistung auf zwei Räume verteilen, dann hättet ihr wirklich die Vorteile von dem Heizkörper, ja, der halt wirklich auch den Raum erwärmt. Beziehungsweise, dass wir das Ganze mit einem Wärmespeicher spielen, ja. Jetzt schließt wieder Wetten ab. In wie viel Grad, ja, übersteigt die 38 Grad, eben, ja. Also ich kann euch hier noch die Temperatur schnell einblenden. Die sind gerade unter 38, also schließt eure Wetten ab. Steigt es über 38 Grad oder bleibt es unter 38 Grad? Und was ich immer vergesse, ja, also den Kanal abonnieren und so weiter, ich vergesse sowas immer und den Daumen und das alles, ja, eben. Also die Glocke, könnt ihr kein Video verpassen, also ab und zu fällt mir das mal ein, ja, eben, aber es wäre ja auch nicht schlecht, wenn ihr für mich ein bisschen was da lasst, eben. Wie gesagt, so ein Nachbauer, ja, 20 Euro wäre ein fairer Deal, ja, also je nachdem, selbst wenn ihr nur 500 Kilowatt pro Jahr, das sind ja auch 200 Euro, ja, also ich sag mal, eben, ist, dann kommt der auch auf 2000 Euro in 10 Jahren. Also pro System, ja. Also das plus die Heizleistung, ja. Also. Und wie gesagt, im Notfall, wenn ihr da eine Inselanlage habt, ja, dann habt ihr auf jeden Fall keine Sorgen mehr. Also dann hättet ihr mindestens so und so viel Grad in eurem Haus, ja. Also. So, also wir haben hier 37,4, ja, hier 37,2. Schauen wir mal, ja, was es erreicht, ja. Also wie gesagt, da würde sich so ein Livestream auf jeden Fall für euch lohnen, ja. Da können wir hier auf jeden Fall jedes Mal eine Runde Wetten abschließen, wie viel Temperatur es erreicht. So, ich schneide euch dieses Stück da. Ich habe euch dieses Stück rausgeschnitten, also ist dann so bei 37,8 geblieben. Ne? So, folgendes, Raumtemperatur 23 Grad am Sensor. Das ist der im Raum verteilt ist, der hat jetzt 3 Grad mehr. Und der andere, der hier direkt steht, ist 24 Grad, ja. So, folgendes, ihr seht schon, dass ich den Stecker umgesteckt habe. Folgende Bewandtnis hat das, ja. Wir haben vorhin gesehen, dass es nicht mehr diese 32,5 Grad erreicht. Das heißt, die Temperatur ist nicht mehr auf 32,5 Grad gesunken, sondern weiter gestiegen. Und jetzt mittlerweile dann bis 36,3 Grad gestiegen, ohne dass die Pumpe läuft, ja. Also der Heizkörper hat jetzt 52 Grad und presst offensichtlich die Wärme per Thermik über den Vorlauf in den Heizkörper, bis sich der komplette Heizkörper wahrscheinlich dann letztendlich erwärmt. Jetzt ist die Frage, schließt schon mal eure Wetten ab, wie viel werden wir damit an Temperatur erreichen? Im Heizkörper sind 52,5 Grad und hier die Temperaturen sind bei 36,2, jetzt 36,4 schon.
Das sind auch stetig steigend. Also gebt schon mal eure Wetten ab. Zeit ist vergangen, 3 Stunden 39. Das ist ein Ergebnis, was ich so hätte nicht vorhersehen können. Und deshalb auch solche Tests, weil in solchen Tests Dinge passieren, die man halt nicht vorhersehen kann. Das wäre wieder eine Sache, die ich hätte nie vorhersehen können. Eigentlich wollte ich den Test schon gar nicht mehr machen, weil ich dachte, ja, 12 kW, das kann sich ja jeder an drei Fingern abzählen, ja, eben. Ja, denkst du, aber nun ist ein ganz anderes Ergebnis. Also nur Zimmertemperatur wäre wahrscheinlich sowieso schon vor Stunden, also dafür hätte man vielleicht höchstens 1, 2 kW gebraucht. Also das Ganze passiert ja gerade vor unseren Augen. Habe ich nie vorher getestet, ist wirklich der erste Testlauf dahingehend mit dem Heizkörper zusammen. Also der Sensor ist direkt dort, ja. Also hier ist der Sensor verbaut, direkt an der Heizung und das ist original. Ich kann euch auch noch zeigen. Das Kabel, hier ist das Kabel, hier ist das Kabel, seht ihr? Hier ist das Kabel, da hinten führt das Kabel lang. Eben guckt, wenn ich da an dem Kabel wacke, eben, also das ist nicht irgendwas Gefaktes oder so, ja. Das eben ist tatsächlich hier, kann ich das Kabel euch zeigen? Eben, hier kann ich euch das Kabel vom Sensor zeigen, ja. Das führt direkt hier eben zu dem Sensor, ja, also so in der Totalen, ja, so dass er mir das glaubt, ja, eben ohne das, eben, also wie gesagt, ohne eine Pumpe, also ich meine, die Pumpe braucht er, also hier die Schaltung braucht er zur Vorlauftemperatur zu erreichen, ja, so schont ihr auf jeden Fall dieses ganze System, ja, da mit zwischen heiß und kalt wird es dann langsam ausgeglichen, ja. Und alles dehnt sich dann halt auch langsam aus mit der Temperatur. So, jetzt ist halt dann ich tue mal das Kabel ein bisschen weg von der Heizung, ja, und dann schauen wir mal, wie sich dann jetzt die Temperatur entwickelt. Ja. Das wird sich wahrscheinlich dahingehend noch ein bisschen verändern. So, also jetzt haben wir 36 Grad. Ich habe jetzt das Kabel hier von der Heizung ein bisschen weggenommen und habe jetzt nur auf dem Sensor dann, eben, also der Heizkörper wird ja oberhalb schön heiß. Also ich habe jetzt die ganze Zeit den Heizkörper beobachtet. Ich habe immer mal gefühlt an der Kante. Es wurde langsam warm, ja, jetzt wird es langsam heiß. Also auf jeden Fall eine stetig steigende Temperatur kann man nachvollziehen, ja, und das Ganze passiert vollautomatisch. Also das Wasser drückt dann offensichtlich über die Ansaugbrücke, über das Rohr. Das Rohr ist auch wirklich richtig heiß schon, ja. Eben dann unten lang und dann unten ist das Ausgleichsrohr. Und dann ist dann hier die Wärmepumpe, die Umwälzpumpe, ja, also in dem Fall auch die Wärmepumpe, in dem Fall, ja, ist das Gleiche. Ja. Und dann drückt es offensichtlich jetzt hier die Temperatur in den Heizkörper. So, also was würdet ihr wetten, was es für eine Temperatur erreicht? Also ich melde mich dann später nochmal. Also ich mache mir gerade was zu essen, ja, was ich noch so da habe. Und 4 Stunden. Und wie gesagt, mit der Variante geht es sehr, sehr langsam, aber es geht, ja. 36,8 haben wir jetzt im Heizkörper und 52,9. Also könnt ihr euch vorstellen, ja, das bringt natürlich an den Lüftern eine unglaublich warme Leistung. Also hier ist es wirklich unglaublich warm, können wir dann auch mal messen. Sage ich euch, das werden jenseits der 32 Grad auf jeden Fall sein, ja. Also kann ich schon mal hier so sagen. Also wie gesagt, das läuft gerade von allein, ja. Also über diesen Vorlauf drückt es jetzt in die Heizung. Und es geht auch Stück für Stück. Also jetzt ist ungefähr so 10, 15 Zentimeter ist jetzt damit warm, ja. Und das geht halt wirklich sehr langsam, ja. Also hier unten ist es noch kalt, ja. Also unterhalb ist der Heizkörper wirklich noch kalt. Eben, weil die Kälte sinkt ja nach unten ab, ja, bekanntlich. Also der Heizkörper, also der ist bis ganz unten schon heiß, ja. Also der wirft auch wirklich unglaublich viel Energie ab. Und wie gesagt, also es will Richtung 37 Grad steigen. So, wir haben jetzt so 5 Stunden. Ich habe gerade gut gegessen noch. So ein paar Reste haben wir ja noch zu Hause. Also wir haben hier so, wir haben so 5,8 kW verbraucht. Das ist natürlich sehr wenig. Also eigentlich jetzt weniger, als wir dachten. Ja. Also wir haben so 11,6, naja, also 12. Also kann man schon aufrunden, also der PC läuft ja auch noch. Das kann man natürlich dann noch mit einem Netzteil etc. pp. Alles nochmal ein bisschen im Verbrauch noch ein bisschen regeln. Das zweite Steuernetzteil müsste dann auch nicht sein, ja, das brauchen wir dann auch nicht.
Höchstens nur für die Raumtemperatur, okay. So, wir haben 23,2 und haben 24,5 Grad, also deutliche Steigerung. An der 37 Grad Marke knabbert er auf jeden Fall. Es würde jetzt nichts mehr Signifikantes passieren und wie schon auch immer gesagt, die Raumtemperatur wäre schon längst erreicht und wir bräuchten jetzt keine 5 kW dort verbrauchen, ja, oder keine 6 kW dort verbrauchen. Das bräuchten wir auf keinen Fall, ja, also bräuchten wir nur einen Bruchteil. Also gehen wir mal von der Hälfte aus, dann hätte man mit zwei solchen Anlagen dann halt 12 kW. Da kann man zufrieden sein. Ja. Also die Lüfter sorgen für ordentlich, sage ich mal, Wärmeverteilung, eben ja, mehr als alles andere. Ja. Und der Raum ist auch warm. Also solange wie die Temperaturen noch steigen, kann man ja auch nichts falsch machen. Ja. Also von daher ist es kein Problem. Ja. Also wenn wir jetzt 400 Kubik, ja, ich habe gerade noch mal gerechnet, wenn man 400 Kubik pro Anlage laufen lassen würde, erzeugt man damit 12 kW. Und 10 Stunden lang wären 120 kW. Und bei zwei Anlagen wären es 240 kW. Wie gesagt, das ist ja noch nicht optimiert, ja, dass die Wärme nur dann da entweichen könnte über die Lüfter. So weit sind wir ja noch nicht. Dafür bräuchte man so eine Verkleidung. Ja. Und ich kann euch noch mal ein Stück von meiner Geschichte erzählen. Also ich habe mich 2020 selbstständig gemacht, habe versucht, eine Förderung zu beantragen, habe diese aber nicht bekommen. Ja, das hat mich zusätzlich nochmal ganz schön strapaziert, ja, und hat auch meinen Enthusiasmus ein bisschen eingebremst. Bin also mit wenig Mitteln ins Rennen gegangen, habe dann letztes Jahr ist dann im Oktober die Heizung noch zusätzlich kaputt gegangen. Also nicht ganz kaputt, ja, sondern halt nur ein Teil. Also das Teil, was durchgebrannt ist, habe ich auch mal gezeigt in so einem Video. Weil ich ja noch mit so wenig Mitteln, ja, also das ist die Firmenplanung, ist, also damit man das besser verstehen kann, die Firmenplanung ist mit dem geringen Budget auf 10 Jahre geplant gewesen. Und man kann nicht nach 3 Jahren dann schon aufhören mit dann halt, sag ich mal, Mitteln, dann halt, dann funktioniert das nicht, ja, also das baut sich langsam auf und man baut dann auch auf dem Polster, was man sich aufbaut. Ansonsten reißt es einfach wieder runter und dann würde man wieder von vorne anfangen müssen. Aber das macht ja keinen Sinn, wieder von vorne anzufangen. Ja. Also ich habe viele Waren verkauft, eben angekauft und verkauft. Das hat gut Geld in die Kasse gebracht. Ja. Ich habe auch jährliche Gewinne geschrieben, ja, wenn auch nicht viel. Aber mit so einem kleinen Budget ist halt wenig halt dann auch viel. Eben, ja. Also letztes Jahr ist dann also die Heizung kaputt gegangen, dann kam auch dann kein Kostenvoranschlag und Lastband und Lease hätte ich dann auch gar keine Mittel mehr zur Verfügung gehabt. Und das restliche Geld, was ich noch hatte, habe ich dann in eine Solaranlage investiert, ja, weil die Stromkosten ja auch so explodiert sind. Und habe dann zusätzlich noch Holz gekauft. Eben, das habe ich dann auch in dem Video gebracht. Danach habe ich dann noch Holz bekommen, so kostenlos zum Abholen. Insgesamt hat die Geschichte dann auch 1.300 € gekostet. Eben, und plus, sage ich mal, den Diffuser und den Heizkörper. Denke ich mal, waren meine ganzen Heizkosten, die ich zur Verfügung hatte, aufgebraucht. Eben mittlerweile würde sich die Solaranlage natürlich rentieren, ja, und würde komplett den kompletten Strom, den ich verbrauche, dann halt auch sozusagen tilgen, ja. Also das heißt, ich hätte keine Kosten mehr. Auf lange oder kurz muss ich jetzt mein Auto abmelden und mein Telefon kann ich wahrscheinlich auch demnächst auch nicht mehr bezahlen, weil seit Anfang Mai keine, also dass ich überhaupt gar keine Mittel mehr bekomme. Auch nicht auf Kredit und so weiter, eben kann ich jetzt wahrscheinlich den Laden bald zumachen. Ja? Also ich muss dann noch das Haus verkaufen und so weiter. Das kommt jetzt alles auf mich zu. Eben, also das heißt, eben, mir bleibt auch gar keine andere Wahl. Also entweder oder. Eben, letztendlich kann ich mit der Solaranlage und dem Strom, den ich erzeuge, noch heizen. Also hinten raus hätte ich dann auch kein Auto mehr und kann mir auch gar kein Öl oder sonstiges noch kaufen. Das heißt, mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als eine Erfindung zu machen, die dann halt funktioniert und die im Notfall auch heizt, ja? Wenn auch nur ein bisschen, ja, aber damit es halt nicht erfriert, sage ich jetzt mal so. Und das habe ich halt geschafft. Ja? Also eben meine Halter, die ich am Anfang schon, für die ich eine Förderung beantragt habe, habe ich auch keine Förderung bekommen. Selbst die sind so ziemlich fast alle fertig als Modelle und können natürlich noch weiterentwickelt werden, so wie jedes Produkt im Autos wurden auch nicht jetzt gleich perfekt gebaut und ein Elektroauto auch nicht. Also das wird alles weiterentwickelt und wird stetig verbessert werden. Und in der Massenproduktion kann man das ja auch machen.
Also das habe ich alles geschafft, ja, auch mit dem kleinen Budget jetzt bis jetzt eben. Also plus die Wärmepumpe, die halt jetzt letztendlich auch funktioniert. Ich denke, man kann mit diesen Ergebnissen zufrieden sein, ja. Also bin ich mir eigentlich so ziemlich sicher. Und die Heizung ist nun mal, also das wäre mit Vorlauftemperatur, das heißt, also der Heizkörper wird langsam erhitzt, alles langsam erwärmt. Und wie gesagt, ein paar Runden macht es ja auch, also so 1, 2, 3 Stunden hat es wohl gebraucht, ja, um richtig in Fahrt zu kommen. Ja. Die Idee ist letztendlich, also der Heizstab ist nicht von mir, der Heizkörper ist auch nicht von mir, eben die Rohre sind auch nicht von mir, der Heizkörper ist auch nicht von mir und so weiter und so weiter, ja, die Lüfter und so weiter ist auch nicht von mir. Letztendlich ist nur alles entscheidend, die Ansaugbrücke ist von mir letztendlich. Ja. Das habe ich so erfunden und letztendlich darauf würde ich wahrscheinlich auch ein Patent kriegen. Ja. Allein schon die thermische Lösung. Erstmal haben wir jetzt noch keine Wintertemperaturen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 wäre, bei der Raumtemperatur wäre wahrscheinlich schon längst, ja, also 23, 24, 25 Grad erreichen wir hier im Jahr. Also dann wäre wahrscheinlich schon längst Schluss. Ja. Also letztendlich ist mir keine andere Wahl geblieben und wie gesagt, dann habe ich halt was erfunden, was funktioniert eben und kann halt so viel Strom, wie ich dann halt letztendlich erzeuge, auch verbrauchen und nicht mehr und nicht weniger letztendlich. Ja. Eben, da kann ich auch nichts falsch. Also derzeit bin ich bei der Firma wieder umstrukturieren. Das heißt also, eine Verkaufsplattform können wir uns mittlerweile schon nicht mehr leisten. Das heißt, da müssen wir alle Angebote rausnehmen. Und wir haben dahingehend schon reagiert, ja. Deswegen stehen jetzt unter den Videos dann halt andere Links, ja. Auch die Webseite, die Firmenwebseite, über die haben wir eigentlich fast auch nichts verkauft. Die wird dann auch dementsprechend umstrukturiert. Also die Firmenwebseite steht ständig, also hier unten drunter, ja. Company-Seite, dort wird dann halt auch eingerichtet, dass man dann halt diese 20 Euro bezahlen kann, wenn man dann das gerne machen möchte. Eben, wie gesagt, ich kann nur sagen, dass freiwillige Basis ist. Eben auch wie Abonnenten etc. pp. Oder Likes, Kommentare, Daumen hoch oder wie auch immer, alles freiwillig und auch das meiste davon ist auch kostenlos. Ich denke, 20 Euro ist auch nicht zu viel. Ja. Ich habe noch den Anhängerumbau, Diffusor, Außendiffusor, dann halt den innen für den Kamin und als Umluft ist es ebenfalls nutzbar. Also ganzjährig, das ist also eine Investition, die halt sehr gering ist. Wie gesagt, diese Verkleidung etc. pp., das wird entweder gar nicht mehr kommen oder halt dann später, ist jetzt noch nicht absehbar. Habe ich auf jeden Fall derzeit viel zu tun. Ja. Also wie gesagt, derzeit ist es dann halt eben auch seit einem Monat der Umsatz zurückgegangen, extrem zurückgegangen zu den Vorjahren. Also die Ölpreise etc. pp. Und Benzinpreise scheinen es ja doch extrem bemerkbar zu machen. Ja. Also macht sich auch geschäftlich bemerkbar. Wie gesagt, der Halter wird ja nicht mehr, der wird jetzt nicht in Serie produziert, weil da halt noch verschiedene Dinge dann noch erledigt werden müssen. Das kostet ja auch Geld, Angestellte etc. kostet auch Geld. Ist auch nicht so einfach, das Haus einfach jetzt zu verkaufen. Heute, morgen geht das nicht. Also das andere Miethaus, wo da die Mietschulden und das runtergewirtschaftet haben, bis dann halt nicht mehr bewohnbar gewesen ist, eben, das mussten wir ja dann auch verkaufen. Das hat 10 Jahre gedauert. Also in 10 Jahren schaffe ich nicht, ohne irgendwelche Einnahmen zu erzielen oder wie auch immer. Eben, also wo man jetzt, sag ich mal, die Arbeit vor der Tür hätte und sofort loslegen könnte, und das geht auch wieder nicht. Ja, also selbst bei dem kostenlosen Holz ist Ende, ja, also das kostet ja auch Benzin etc. pp. Da fehlen halt auch noch Schrauben und so, also letztendlich insgesamt fehlt dann schon eine ganze Menge, ja, das liegt jetzt nicht nur an 10 Euro oder so, also da fehlt überall was, ja, auch bei dem Heizkörper jetzt für die Wärmepumpe fehlt ja die komplette Verkleidung, ja, das wollte ich entweder mit Gipsgardon machen, das wäre für mich auch gar kein Problem, also komplett verkleiden. Dann halt mit Mesh dann die Lüfter abdecken. War so Kostenpunkt 150 Euro, habe ich jetzt auch nicht. Also sind halt lauter so Dinge, ja. Und farblich will man das ja auch noch gestalten. Einfacher wäre es mit zwei Holzplatten dann halt und so weiter und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, wird dann später eventuell kommen. Der Kanal, ihr seht es ja selber. Also ich sag mal, wer hat schon eine Wärmepumpe, die funktioniert, die unter 500 Euro kostet?
Und die, wo offensichtlich nicht so viele Leute das bis jetzt jedenfalls anschauen. Ich finde es ein bisschen seltsam, ja. Wir haben auch noch TikTok jetzt mittlerweile. Also da war das eine Video an einem Tag mehr als bei YouTube jetzt in den letzten Wochen oder so. Also das ist unglaublich, ja. Also eine viel höhere Resonanz. Man kann damit mit Sicherheit eine Menge Geld sparen. Und gerade bei den hohen Preisen, ja, für Rohstoffe ist es ja auch nur vonnöten, ja. Also es hat ja schon wirtschaftliche Auswirkungen, ja. Und wir kriegen das ja direkt zu spüren, ja. Es sind vergangen 6 Stunden 42, ja. Wir haben immer noch Raumtemperaturen von 23,2 und 24,3. Also wie ihr sehen könnt, ich habe den Stecker wieder reingesteckt, ja. Also folgendes, also die Variante mit der Thermik ist A, nur bis 37 Grad hat es das geschafft, und B, bei der Variante mit der Umwälzpumpe, ja, da wird der ganze Heizkörper warm. Also der ganze Heizkörper. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Da hat man ja auch 38 Grad erreicht. Also ich sag mal, dann ist auf jeden Fall Pro mit Umwälzpumpe, ja. Also das mit der Thermik funktioniert nur bis 37 Grad und auch nur begrenzt. Da ist nur oben so ein bisschen was warm. Also richtig auskühlen tut der Raum damit auch nicht. Aber dafür sind natürlich also wie gesagt, die Lüfter werden damit wärmer. Eben, das ist deutlich, also deutlich wärmer. Ja. Also wie gesagt, mit dem zweiten Sensor kann man das Ganze halt wieder schalten, dass er nur bis 50 Grad drauf geht und dann wieder, dann halt bis 40 wieder runter. Also so kann man das perfekt schalten. Dann müsste man, also man muss es nicht machen. Ja. Also folgendes. Ihr könnt es mit dem Sensor und dem Sensor so machen, müsst ihr aber nicht. Den könnt ihr eigentlich weglassen und könnt den für die Raumtemperatur lassen, so wie ich das am Anfang gesagt habe, weil es eure Raumtemperatur mit Sicherheit in 2 bis 3 Stunden erreicht. Und wenn nicht, dann ist es mit der Pumpe und so weiter dann auch nicht so. Ja, dann wird es auch so mit der Thermik nicht dann sich dann dazwischen schalten und so weiter. Also könnt ihr mit dem ruhig dann eure, mit dem könnt ihr ruhig dann eure Zimmertemperatur steuern. Können wir auf jeden Fall im Winter nochmal drauf eingehen. Primär, da schalten wir das halt nicht. Für den Test wäre es halt nur zur Veranschaulichung, was für Temperaturen dann halt herrschen und so weiter und so weiter. Und wie Sachen mit der Thermik und so weiter, das haben wir jetzt näher untersucht. Bringt leider nichts, ja. Das war sehr vielversprechend, ja. Also es ist ja auch wirklich gestiegen von 33 Grad dann wirklich bis 37 Grad. Nur leider ganz nur oben. Also ohne Pumpe wird da nichts, ja. Also im Vielleicht wäre noch, dass man die Pumpe ganz langsam laufen lässt. Vielleicht wäre da noch, aber ich habe die schon auf 2, also auf Stufe 2, und in den ganz unteren Drehzahlen fängt die auch schon mal an zu muckern. Ja. Also da kann es auch sein, wenn er eine Pumpe nimmt, die wirklich sehr schwach ist, relativ schwach ist, dass er damit wirklich gute Ergebnisse erzielt, ja, wenn das ganz langsam läuft. Weil dann würde bei der Thermik ist ja die Hitze nach oben, ja, und wenn das ganz langsam läuft, könnte es sein, dass er damit wirklich ein sehr gutes Ergebnis erzielt. So, also folgendes. Also ist auch ein bisschen jetzt wieder Wolken aufgekommen. Eigentlich wollte ich einen 10-Stunden-Test machen, aber ich sag mal, ich breche das jetzt hier ab, weil es eine Milchmädchenrechnung ist, ja. Es ergibt sich aus der Konstellation keine Verbesserung. Die einzigste Verbesserung, die wir erzielt hatten, waren diese 38 Grad. Aber der Verbrauch etc., es läuft durch, ja. Es wird die Raumtemperatur erreichen, aber insgesamt der Verbrauch bleibt gleich. Also wir können hier nichts einsparen und so weiter und so weiter. Das schaltet auch großartig nicht ab, und wenn es mal kurz ausschaltet, wenn noch Winter wäre, es ist auch wirklich sehr schnell abgesunken heute die Temperatur. Also wenn es noch Winter wäre, würde die Temperatur von 50 auf 40 auch unmittelbar, also das wäre wahrscheinlich auch nicht signifikant. Das würde nur, dass der Pumpvorgang wieder dann halt aufrechterhalten wird, ja. Dass es den Heizkörper wieder runterdrosselt und dann auch die Pumpe wieder anspringt, wegen dieser Thermikgeschichte, die wir jetzt näher untersucht haben, ja. Damit würde ich mich dann heute bei euch verabschieden wollen, ja. Also ich sage euch guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Und weitere Infos werden auf jeden Fall folgen. Wenn in den nächsten Wochen keine Videos mehr kommen, kann es sein, dass ich auch erstmal dann mit meiner Umstrukturierung zu tun habe. Und wie gesagt, auch wenn dann auf verschiedenen Plattformen keine Angebote mehr sind, da Kleinanzeigen ist verlinkt,
Darunter findet ihr auf jeden Fall Angebote, Fragen etc. P könnt ihr auch gerne stellen. Ist auch kein Problem. Aber bitte nur was gewerblich. Ansonsten ist es schwierig, wenn ich jetzt kein, denn mein Telefon nicht mehr habe und so weiter, wird es halt kompliziert. Du musst erstmal sehen, ja, inwieweit ich das dann wieder kompensieren kann und das ausgleichen kann. Also ich denke mal, es wird dann erstmal eine Pause geben. Es sei denn, es kommt jetzt wieder was Unverhofftes eben. Manchmal kommt ja was Unverhofftes, aber es sieht halt jetzt derzeit wirklich ganz schlecht aus. Ganz, ganz, ganz schlecht. So, also das war's.